Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier in Let's Play Resident Evil 4. Im letzten Part hat Ashley ihre Fahrkünste in einem Bulldozer unter Beweis gesetzt und wir mussten sie verteidigen. Dann sind wir hier beim Händler angekommen. Hier schauen wir nochmal nach, was der so für Scheiße hat, obwohl wir das schon im letzten Part gemacht haben. Oder nee, haben wir nicht? Ja, das haben wir noch gefunden. Ja, ja. So, so. Bla bla. Was tunen? Was sollen wir machen? Das könnten wir... Ne, das könnten wir nicht. Also den Minenwerfer. Ja, ja. Thank you. Ja, so langsam geht's Richtung Ende des Spiels. Und... der Händler wird sich jetzt auch schon verabschieden, aber natürlich noch nicht zum letzten Mal. Der kommt noch das ein oder andere Mal. Und wir gehen jetzt mal weiter und schauen, was uns jetzt so erwartet. Stadler! I can feel them growing ever so strongly inside you. Stadler! Okay. Alter. Werde ich. Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. Alter. So ein Scheiß. Ashley! Toll. Und schon ist sie wieder weg. Und sie ist einer von denen. Tolle Aussichten, oder? Naja, jetzt wissen wir wenigstens, wieso diese ganzen Dorfbewohner und die ganzen Leute so drauf sind. Dieser Stadler-Typ hier kontrolliert alle. Jaja. Gott sei Dank haben wir einen Peilsender am Ashley angebracht. Oh, was haben wir hier? Gold. Der Händler ist leider schon tot. Deshalb wissen wir jetzt, wo Ashley ist. So weit kann es ja noch nicht sein. Was ist das? Unser Plan. Oh, der Bürgermeister. Wegen des Amerikaners haben wir Mendez und Ramon verloren. Wir werden unseren Plan dennoch vollenden. Ich muss jedoch zugeben, dass der Verlust meiner Männer zu Problemen führt. Aber damit muss ich klarkommen. Sie sind nicht leicht zu ersetzen. Ich muss weise wählen, denn die Plagers spiegeln das Gewissen ihres Wirts wider. Wenn ich falsch wähle, werde ich hintergangen. Ich brauche Männer, die mir Treue schwören. Durch Seras Verrat habe ich meine Lektion gelernt. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Ich kann und will nichts und niemanden meine Pläne durchkreuzen lassen. Okay. Ist hier noch was? So ein hässlicher Altar, oder was das sein soll. Ladebildschirm oder so. Oh, Filmchen. What's the news on our friend Leon? Ada, und? The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Den kennen wir doch. Perfect. Just so we understand each other clearly. I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Natürlich höre schon wieder was. Bzim, bzim, bzim. Machen. Aber wo?
Ich denke mal, da wird nicht nur einer sein, deshalb ist die Pistole vielleicht nicht. Oder nehmen wir Minenwerfer. Ist die Pistole nicht die beste Wahl? Oder? Da drin. Es wird lauter. Da oben bewegt sich was. Lol. Oh. Komm, noch einer. Komm schon. Ah! Lol. Wir werden gerade auch von jemandem abgeschossen. Deshalb heile ich mich schon, sonst sind wir tot und unsere Energieleiste ist schon fast voll. Na, komm her. Hinter uns. Lebt er noch? Wie konnte der das überleben? Ja. Oh. Spinnt der? Er kommt voll in den Kopf rein, aber er lebt noch. Boah, da kommt er schon mit dem Schild. Weg, weg, weg. Da lebt doch noch einer, oder? Oh ja, oh ja. Chill mal! Chillen geht anders. Ja, wirst du wohl sterben? Lol. Geht doch. So, ist hier was? Was? Öffnen. Ja, her damit. So, hier gibt es wieder mehrere Wege. Gibt es hier keine Schätze mehr? Sieht nicht danach aus. Hier gibt es zwei Wege. Welche nehm ich? Wo ist die Karte? Ah, der vor uns ist also nur so ein kleines Räumchen. Lagerraum. Mit Geld. Nehme ich gerne. Ja. Was? Stand da eben was? Nee. Oh, sonst nichts mehr. Gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Nicht, dass wir hier noch einen üblen Jumpscare erleben. Oh, ein Lift. Den betätigen wir gleich mal. So. Oh, Film. Hier hinten. Boah, scheiße. Oh. Okay, die kennen sich. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Boah, voll Quicktime-Events hier. What do you want? Ich bin gerade voll konzentriert. Ein Fehler bedeutet den Tod. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Boah!
Ja, ist klar. Aber cool sieht sie aus. Lol, wie sie sich da mit dem Messer bekämpft. Oh, Schlitz! Kacke. All for Umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Schüttel! Schüttel! Oh! Ada! Oh! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Meine Schlampe! Sieht so aus. Danke, Ada. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Toll. You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Boah, die springt voll hier runter mit ihren High Heels. Oh, hallo. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, enjoy the fun. Aha. Naja, ich sag jetzt mal nichts dazu, nur irgendein Scheiß erwartet uns. Aber hier ist nichts mehr. Oder? Oh, Laserraum. Sowas kennt man doch. Auch aus dem Resident Evil, aus einem Resident Evil Film. Oder, beziehungsweise aus verschiedenen. So einfach nur den richtigen Moment abwarten. Und jetzt Quicktime Event. Ja, ist klar. Alter. Spinnen sind Reflexe. Oh oh. Ja! Lol. Natürlich wären wir sofort tot gewesen, wenn uns das erwischt hätte. Oh, Sadlers Thronsaal, sieh einer an. Ich möchte darauf hocken. Oh, cool, Smaragd. Ja, ich bin so cool, Alter. Ja, jetzt kann man sich auch mal cool fühlen. Wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Ja, chill doch mal. Oh, hier leuchtet was. Wieso hat der Vollidiot das da hinge... nagelt. So, jetzt geht's hinab. War klar. Her damit. Händler? Ich sehe blaues Licht. Hallo! Oh, bevor ich mit dir rede, gehe ich noch da rein. Hier gibt's rotes Kraut. Naja, juckt mich nicht. Ah, wir verkaufen dir wieder allerhand Scheiße. Ja. Das hier brauchen wir nicht. Kaufen. Irgendwas Nützliches. Nein. Tunen können wir aber sehr wohl. Arschloch.
Arschloch. Ui. Arschloch! Den Scheiß will ich nicht auftun. Ich benutze das nicht so oft. Oh, hier ist was, hier ist was. Was ist das? Louis Notiz, Mensch. Hier verteile ich, was ich über die Plagas herausgefunden habe. Sie haben drei Eigenschaften. Erstens, wie erwähnt, können die Plagas die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern. Zweitens, sie sind gesellige Organismen. Damit meine ich, dass sie nicht alleine, sondern in Gruppen leben. Man nimmt an, dass sie über kollektive Intelligenz verfügen. Dieses Verhalten findet sich bei einigen Insekten wie Bienen und Ameisen. Für Parasiten ist es jedoch sehr ungewöhnlich. Vielleicht ist es eine erlernte Verhaltensweise. Ich finde heraus, ob das mit ihrer ersten Eigenschaft zusammenhängt. Ich verstehe nicht mal ein Wort von dem, was ich vorlese. Die Plagas sind anpassungsfähig. Sie können eine symbiotische Umgebung entwickeln und von vielen Wirten leben. Wie bei Spider-Man, cool. Diese Fähigkeit und ihr Gruppenverhalten ermöglichen es ihnen, unabhängig vom Organismus zwischen Wirten interagieren zu können. Ich muss gestehen, dass ich von den Plagas so fasziniert war, dass ich die wahren Gründe für die Forschung der Los Illuminados nicht bemerkt habe. Obwohl ich wusste, dass Sadler die Ergebnisse missbrauchen würde, muss ich einfach weiter forschen. Daher bin ich ebenso verantwortlich für dieses Chaos wie er. Kann ich alleine ihre Pläne vereiteln? Nein, du bist tot. Und wie kommt dieser Zettel hier hin? Denn wie schon gesagt, du bist tot. Viel herumgekommen, oder? Ne, egal. So, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, wieder eine Schlucht. Sowas kennt man ja. Ah, schon aus der Mine. In der Burg. Ah. Oh, das kennt man aber nicht. Mein lieber Scholli. Ja, mach nicht so eine Scheißmusik hier. Interessiert keinen. Lass mich raten, da muss ich durch. Ja, klar muss ich das. Freut mich! Oh, der Peilsender. Cool. Ashley. Oh, also ist das eine Falle. Super! Und hier ist tatsächlich irgendwo etwas. Oh! Ekelerregendes Vieh, ist das? Drück das! Wo ist es denn? Ah! Tschö! Hilfe, Mami! Oh, ich wollte nur das Kraut haben. Okay, dann muss ich jetzt schnell den Schalter betätigen gehen. Das nehme ich... Ja, ich brauche das Gewehr jetzt. Boah, gerade noch ausgewichen. Ja, mach doch. What? Fick dich. Boah, erschreck mich nicht so. Vollidiot. Oh oh, es ist gelandet. Hallo. Lol. Was tut es denn jetzt? Geh weg. Ich weiß... Oh, lande doch nicht immer. Oh. Oh! Boah. Ja, drück das doch. Lässt sich nicht öffnen, aber es muss eine Möglichkeit geben. Ja, schon klar. Ja! Hier, kannst du hier nicht drüber klettern?
ist hier vielleicht irgendwo ein Störsender oder so. Nein. Dann die Kette. Ach, das kann man abschießen, Mann. Ich dachte, der Vollidiot könnte das auch drücken. Mann. Lame. Ich dachte, der drückt das ständig und sagt dann, es lässt sich nicht öffnen. Aber nein. So, beide Knöpfe sind gedrückt. Geh weg. Ah, Maui! Hau ab! Schnell! Rein, 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 rein! Dieser Zeitdruck hier. Lol. Was ist das hier? Brandgranate. Moment, der Nunchuck spinnt mal wieder. Wie immer. Hier, er läuft von alleine zurück. Jetzt nicht mehr. So, toll. Hallo. Schätzchen. Ich liebe dich. Oh. Hier sehen wir schon den nächsten grünen Schalter. Der erste. Oh. Also wir brauchen immer zwei. Und der hässliche Bastard soll mal heimgehen. Boah. Stirbst du dann mal? Das wäre toll. So, für die Schalter. Ich sehe da oben schon ein. Verwende ich mal nicht das Gewehr, denn. Ja, Verschwendung, ihr wisst schon. Ah, hier ist die Tür. Und der Bastard ist. Wo? Um das Eck. Hallo. Oh! Zweiter Schalter. Stirb. Und jetzt verpiss dich. Ah gut, gut. Danke dir. Man wird natürlich instant sterben, wenn man da runterfällt. Also wenn die Zeit abläuft. Ich sehe klar. Oh, der erste Schalter schon auf wie auf dem Serviertablett. Oh, cool, eine Tür. Und unser Freund hat es natürlich geschafft! What the fuck, zu überleben? Ah, schütteln! Oh, da bekommt das Wort abschütteln eine völlig neue Bedeutung. Kombinieren mit dem Quatsch hier und verwenden. Verpiss dich. Du bist hässlich. Schneid ihm das Ding ab. Okay, okay, okay. Passt schon. Wo? Falsch, falsch. Durch den Tunnel. Wo ist er? Ja, Tunnel ist nicht das richtige Wort, aber ist doch egal. Ah, hier ist der Schalter. Und natürlich wieder zurück. Wo bleibt er denn? Er ist irgendwo oben. Aber er kommt bestimmt gleich runter. So. Nur jetzt wäre das äußerst unpassend. Schnell zur Tür zurück. Ah! Ja, öffne doch! Boah, schlägt er da noch um sich? Ja, ja, mach, mach, mach. Auf diesen Haken. Wow! Okay, damit wäre das Vieh Geschichte. Ah, hier haben wir noch diverses Zeug. Nehmen wir gerne mit. Ja, dann würde ich sagen, das ist das perfekte Ende für einen Part. Der war ziemlich spannend und ja, geil, nicht? Und dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, danke fürs Einschalten. Tschüss.